haben jetzt Mohawks gegen die Bandoleros in der ersten Begegnung und danach spielt Kansas Killzone gegen Dipsticks Lüneburg. Eine Minute! Deswegen hat uns auch der Sumo verlassen, der wird die Jungs von den Dipsticks wieder eifrig als Coach unterstützen. Und dann sind wir mal gespannt. Die Mohawks müssen hier irgendwie ein bisschen... Wie war das beim letzten Mal mit den Mohawks? Das ist gar nicht wahr. Das ist gar nicht wahr. Jetzt sitzt der Chef schon wieder hier oben und sagt schon wieder böse Sachen. Ja? Das Nein. finde ich grob unsportlich. Wir lassen das einfach. Aber letztes Mal waren es ja die Homos. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen. Die Mohawks und nicht die Homos. Bitte. Homos, genau. Die Mohawks haben heute... Ich brauche noch Wasser. Sonst wird das hier heute nichts. Guck mal, halt für dich. Die Mohawks haben eine 2-0 Führung gegen Axis Prime leider abgegeben und haben das Spiel dann 4-2 verloren. Das war wirklich traurig. Das ist natürlich ärgerlich. Also Mohawks auch wieder im Zugzwang. Sie sollten auf jeden Fall noch ein paar Punkte machen, sonst wird es auch wieder ein bisschen eng, was die Tabelle angeht. G-Town steht auch ziemlich im Mittelfeld. Brauchen also auch Punkte. Mal gucken, wer hier was macht. Ich bin aufgestiegen zum Wasserträger. Grandios. Grandios, ja. Grandios. Jetzt geht's los. 10 Sekunden laufen. Die Bandoleros sind noch tiefenentspannt, so wie es aussieht. Ja, die Indianer auch noch so ein bisschen. Double Center bei G-Town. Double Center bei den Mohawks. G-Town komplett alive. Spielen ziemlich. Die Mohawks auch. Defensiv beide Teams. Ja, die Mohawks wollen jetzt natürlich kein Risiko eingehen. Sitzen safe in ihren Deckungen. Ja, G-Town löst auf ins M. Oder auch nicht. Die Mohawks verlieren ihren ersten Spieler, die won. G-Town auch, 4-4. Es war jetzt auch einfach viel zu entspannt irgendwie ins M. Ne? Also ja, er hat also wirklich weiß nicht. Echt entspannt gewirkt. Löst G-Town auf Richtung Snake. Spielen jetzt beide Temple auf der Snake-Seite und Dorito 2. Ja, die Mohawks weder in der Snake noch in den Doritos. Ja, und da fliegt jetzt schon der erste Kandidat ab von den Mohawks aus dem Dorito 2 geschossen. Der zweite schon. Ja. Der Center kriegt uns auch. Run gekriegt am Kopf. Und da geht der vierte auch. Mohawks jetzt alleine. Versuchen sie mal die Seite. Sitzt jetzt da eigentlich auch ein bisschen ungünstig. Wird jetzt auch gleich lackiert. Ja, ordentlich. Ja. Ich würde sagen, Punkt für G-Town. Scheint so. Außer die Jungs sind jetzt alle schon voll geschmatzt, was ich nicht glaube. Jimmy Lee am Buzzer. Jimmy Lee? Jimmy Lee Von. Jimmy Lee Von. Ah, so. Und der Punkt wird gegeben. Ja. 1-0 G-Town. Weiter geht's. Kansas Killzone Dipsticks. Kansas Killzone links. Dipsticks rechts. Gute Frage. Also es gibt, wenn dann eine Pause ausgerufen von Marshall Team aus, nach dem 6. oder 8. Block. Wenn dann. So, Dipsticks. Soweit clean angekommen, ziemlich breit. Kansas im Double Center. Nein, die verlieren G-Mod. Das Main Corner, G-Mod. Dipsticks verlieren jetzt auch einen Spieler. Und Kansas Killzone in der Snake. Kansas Killzone verliert den Snake-Spieler. Die Jungs also eigentlich nur noch zu dritt. Bei Dipsticks sind ja auch noch drei Spieler auf dem Platz, wenn ich das richtig sehe, ne? Das ist ziemlich eingefahren jetzt hier. Ja, ein bisschen. Die
Die Spieler haben sich festgesessen. Lipsticks stehen mehr als fest. Sieht auch nicht so aus, als wenn er jetzt irgendwie in irgendeiner Form Dynamik reinkommt. Nee, nicht so wirklich. Entweder Kansas macht jetzt Druck und schießt da irgendjemanden mal weg. Kansas geht in die Tiefe. So wie jetzt zum Beispiel den Center gerade abgeflogen. Center wird nachbesetzt. Center ist jetzt alleine, so wie es aussieht. Ja. Center ist alleine im Chief 4 auf 50 Seiten und für den wird es jetzt richtig eng vom Ball. Auf jeden Fall. Und da kommen die Jungs von Killzone auch schon und holen ihn. Ich höre gar nicht Hauptschule. Vorhin habe ich es einmal gehört, aber ansonsten schwächeln sie tatsächlich echt rum. Ich höre gar nicht Hauptschule. Ich glaube, ich muss dich langsam alleine lassen. Ja, es war mir eine Ehre. Die Orga ruft. Gehe deinen Pflichten nach. Ich komme gleich wieder dich besuchen. Freue mich drauf. Ich wollte gerade sagen, ich bin noch eine Weile hier. Für euch. So, die 10 Sekunden laufen bei den Mohawks und den Mandaleros. Eben gerade schön die Mohawks am Break und da geht's auch schon los. Mohawks mit Double Center, G-Town mit Double Center. Jeweils alle 5 Spieler live. Sitzen alle safe. Die Mohawks spielen den Tempel, verlieren ihren ersten Spieler. G-Town macht jetzt auf, rennt ins M. Mutig, kommt wieder nicht an. Das sitzt einfach nicht so richtig bei den Jungs. Dafür sind sie im T-Pack 3. Mohawks verlieren den nächsten Spieler. Sind zu dritt. Im T-Pack 1 sitzt jetzt einer der Jungs. Der G-Town-Spieler immer noch im Tipi 3. Mohawks in der Snake 1. Und da kriegt er und fliegt ab. Da werden die Mohawks wegrasiert. Und dabei bräuchten es die Jungs. Mann! Gütersloh heute wirklich gut. Haben gegen die Bad Fingers auch 4-1 gewonnen. Holen sich hier den zweiten Punkt in der Begegnung. Seconds ausgerufen, Killzone von links, Dipsticks von rechts. Dipsticks mit Double Center. Bei Killzone habe ich es jetzt leider nicht gesehen, aber da geht schon der erste Spieler. Und die Dipsticks gehen weit in die Snake, in der Snake 2. Das war ganz knapp, dass der nicht getroffen worden ist. Der kriegt jetzt ordentlich Druck hier. Ja, Killzone will. Gehen weit vor, kommen ins Tipi 3, kommen an. Und der Spieler ist clean. Der
F6 spielen den Tempel auf der Snake-Seite. Oh, da hat der Tippi-Spieler von 1-4-1 bei Dipsticks. Der Tippi-Spieler von Kansas ist abgeflogen, wird aber direkt nachgesetzt, geht ins Tippi 3 und kriegt von dem Snaker von den Dipsticks. Und jetzt kann ich doch glatt nicht sehen, wo... Ach, im Center ist er noch. Da war die Kamera gerade davor. Im Center. Im Center. Ja, da sehen wir ihn schon. Da sehen wir ihn schon. Ja, das Ding können die Dipsticks-Jungs jetzt rocken. Tun sie. Brauchen sie. Müssen sie machen. Wird der Punkte geben, steht es in der Begegnung 1-1. Punkt ist gegeben. Damit steht es 1-1. Und wir freuen uns wieder auf die Mohawks und die Bandaleros. Bandaleros. Ja, Mohawks starten jetzt von rechts. Bandaleros von links. Schauen wir mal. Die Mohawks müssten da mal ein bisschen in die Strümpfe kommen. Nachlegen. Es tut mir total leid, dass ich euch nicht angucken kann, aber es geht mit meinem Auge einfach echt nicht. 10 Seconds sind gegeben. Und so wie es aussieht, wird es bei den Mohawks ein Doppelcenter. Und da habe ich recht. Bei den Bandaleros auch. Die sind in die Corner auf Snake und Tippi-Seite gegangen und angekommen. Doppelcenter wird bei den Bandaleros aufgelöst. Mohawks verlieren ihren ersten Spieler, G1. Doppelcenter steht noch. Doppelcenter löst sich gerade auf, weil einer der Jungs abgeflogen ist. Und jetzt kommen die Bandaleros wild out, 1-4-1. Der Snake-Spieler ist abgeflogen. Bandaleros im T-Pack 3, im T-Pack 50, auf der Seite von den Mohawks. Ich kann hier keinen Indianer mehr entdecken, irgendwie. Die Jungs sind alle gegangen, was bedeutet, dass die Bandaleros den Punkt zugesprochen bekommen, wenn sie clean sind. Bandalero, Bandalero. So scheint es zu sein. Punkt Bandaleros. Damit steht es in der Begegnung 3-0. Was ist da mit den Herfordern los? Also, da steckt irgendwie der Wurm drin. Vielleicht haben sie sich das Spiel gegen Access Prime so zu Herzen genommen. Da müssen sie auf alle Fälle im Kopf fokussiert an die Sache rangehen, dass sie da vielleicht zurückkommen und sich zurückkämpfen. Wir haben die Dipsticks von links, Killzone von rechts. 10 Seconds. Dipsticks könnte ein Double Center werden. Killzone nicht und ich habe recht. Dipsticks verlieren gleich nach dem Break den ersten Spieler. Dann haben wir noch einen in der Corner auf der Snake-Seite und im Tempel sitzen. Killzone spielt einen von den kleinen Pins. Und Huma geht auf die Tippi-Seite. Tippi 2, Tippi 3. Wird weit aufgemacht hier ins M und auf der Snake-Seite in die Corner. Dipsticks verlieren einen Spieler nach dem anderen. Nur noch zu alleine? Zu zwei alleine. Wow. Da hat Killzone uns ganz klar gezeigt, wo die Hauptschule hängt. Und könnte jetzt, wenn der Punkt gegeben wird, mit 2-1 in Führung gehen. Punkt Kansas Killzone, so ist es. Ja, der Wahnsinn. Was bedeutet, dass wir schon im alles entscheidenden Spiel zwischen den Hereford Mohawks und den Gütersloh Bandoleros sind, denn die Bandoleros führen 3-0 und können jetzt den Sack zumachen.
Entschuldigung. 30 Sekunden sind angesagt vom Headref. Oh mein Gott, es tut mir leid. Wir lassen uns überraschen, ob die Mohawks sich zurückkämpfen. Der Coach von vorhin, Lars von Ebel, nun selber auf dem Feld. 10 Seconds sind gecallt. Gütersloh könnte ein Double Center werden, wird einer. Bei den Mohawks kann ich es leider nicht sehen. Da stimmt der Winkel nicht, aber scheinen alle Spieler alive zu sein. So wie das aussieht. Dann sind wir gespannt, was die Jungs jetzt draus machen. Verlieren einen Spieler. Die Jungs aus Gütersloh jetzt in der Snake 1. Im T-Pack 1. Und in der großen Medusa. Ich denke, die Bandoleros werden das 4-0 machen. Ja, super stark. Ich kann tatsächlich niemanden mehr von den Herfordern entdecken. Da ist die rechte Corner abgeflogen. Und möchte lösen. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Die Jungs aus Gütersloh gehen buzzern. Ich kenne nur die Buchstaben aus meinem Namen. Da gibt es kein O. Zeit ist gestoppt. Ihr habt es gerade nicht im Bild, aber hier unten wurde gerade eine Gun von den Gütersloern getestet und augenscheinlich ist es eine Hotgun gewesen, was bedeutet, da wird jetzt der Spieler wurde gezogen. Hier scheint Uneinigkeit auf dem Feld zu herrschen. Der Punkt ist noch nicht gegeben, ich war da ein bisschen voreilig. Wir warten ab, was da kommt. Da wird jetzt auch die ID-Karte. Die ID-Karte wird nicht gezogen. Punkt Mohawks! Wow! Damit steht es jetzt 3-1. Überraschenderweise. Der Headref ist hier gerade unten. Vielleicht kann ich ja erlauschen, was passiert ist. Da wurde eine ID-Karte gezogen. Wegen Illegal Gun. Die Mohawks nehmen. Wollten ein Timeout nehmen, obwohl sie gar nicht dran sind. Jetzt sind nämlich erstmal Kansas Killzone und die Dipsticks wieder dran. Dipsticks von links, Killzone von rechts. In der Begegnung steht es 2-1 für Killzone. Kann mir jemand verraten, wie die Restspielzeit für Killzone ist? 6 Minuten 23. Wir haben 6 Minuten 23 Restspielzeit. Wir sind gespannt, was noch alles passiert auf dem Feld. 10 Seconds sind ausgerufen.
Hipsticks, Double Center. Killzone natürlich nicht, wobei ich auch nicht so ganz. Er steht mitten im Feld, vollkommen frei und läuft jetzt in seine Corner. Und scheint dort angekommen zu sein. Dipsticks in der Snake 1. Nein, er ist nicht angekommen. Ich sehe ihn eben gerade bei mir vorbeigehen. Schade, hat nicht funktioniert, war aber eine coole Idee. Dipsticks immer noch im Double Center in der Snake 1, im Tempel und im T-Pack 1. Killzone macht jetzt auf in den Tempel vor der Snake. Verlieren allerdings auf der Tippi-Seite und verlieren jetzt auch den Tempelspieler. Haben noch ihren Mann im Center. Dipsticks hier jetzt ganz klar am Zuge. In der Snake 3. Im T-Pack 1, im T-Pack 3, im T-Pack 50. Die laufen. Center ist raus. Dipsticks gleicht aus. Punkt Dipsticks. Damit steht es in der Begegnung 2-2. Und G-Town nimmt ein Timeout, denn durch den Einzug einer ID-Karte kann es durchaus sein. Ich habe leider nicht gesehen, mit wie vielen Jungs die angereist sind, aber es kann gut möglich sein, dass sie den Rest des Tages nur zu viert sind. Die Mohawks sind schon vollzählig auf dem Feld. Sollten die Jungs nur noch zu viert sein, wäre das ein hartes Brot. Wir sind gespannt und harren der Dinge, die da kommen. Sekunden sind gegeben. Nein. Die Gütersloher Jungs sind zu fünft auf dem Feld. Also scheint alles gut zu sein. Sie scheinen also genug gewesen zu sein. Schade für die Mohawks, gut für die G-Town Boys. Wir lassen uns überraschen, was jetzt passiert. Kommen die Mohawks zurück oder nicht? Und da geht's los. Olli weit in die Corner auf der Snake-Seite gelaufen. Ist jetzt aber auch leider gegangen. G-Town, Double Center. Machen auf, gehen in die ins T-Pack 1, sind im Tempel. Mohawks verlieren den nächsten Spieler, besetzen den Tempel nach, sind im T-Pack 1. Das müsste der Lars sein. Der Spieler im Tempel ist clean. G-Town verliert den ersten Spieler, so wie ich das sehe. Mohawks jetzt in der Snake 1. Das haben die Bandoleros natürlich gesehen. Die G-Town-Jungs sind noch zu viert. Mohawks zu zweit oder zu dritt. Ich kann einfach leider zwei Deckungen nicht sehen. Es tut mir furchtbar leid. Jetzt geht er vor hier in der Snake, in die Snake 2. Oh nee, da hat er gekriegt. Da wollte er gerade noch zurück, weil er gemerkt hat, das war nicht so cool, aber da hat er gekriegt. So, jetzt G-Town in der Snake. 2, 3. Verkauft! Der Snake-Spieler bei G-Town ist leider der T-Pack-Spieler ist leider abgeflogen. Und der Tippi-Spieler von den Mohawks hat jetzt auch vom Snaker gekriegt. Und der schnappt sich auch gleich den nächsten, so wie das aussieht. Ja, da wollte er ins T-Pack 1. Hat den Spieler hier drüben nicht gesehen. Und damit, wenn der Punkt gegeben wird, steht es 4-1. Für
weiß eben gerade nicht, was da. Da wird schon wieder ein Markierer. Was? Gecheckt. Ich. Totale Verwirrung. Ich muss mich hier jetzt gleich erstmal bei einem Marshall schlau machen. Er will einfach nicht mit mir sprechen, leider. Vielleicht kann mir der Headref verraten. Punkt G-Town. Okay, damit steht es. Ist das Game over? Es steht 4-1 in der Begegnung. Ich werde gleich die Chance mal nutzen und mich beim Headref erkundigen, was da mit der ID-Karte los gewesen ist, um hier ganz klar. Ich werde mich da nochmal erkundigen. Ich werde mich nochmal erkundigen, was da genau passiert ist, und dann werde ich euch darüber nochmal informieren. Wir kommen jetzt zurück zu Kansas Killzone gegen Lüneburg Dipsticks. Es steht 2-2. Kansas Double Center. Dipsticks Double Center. Deckungen identisch. Kansas macht auf ins T-Pack 1, wollte, hat er nicht geschafft, ist gesnappt worden. Dipsticks alle live. Kansas verliert zwei weitere Spieler. Es gab nur ein 1-for-1. Das heißt, im Center ist jetzt nur noch einer. Das kann, können die Lüneburger gut nutzen, was sie auch tun. Gehen vor in die Medusa und ins große M. Autsch, schon wieder auf Killzone-Seite. Und jetzt kommen die Dipsticks-Jungs von überall und schreien nur noch Bazan, Bazan. Haben sie Killzone wegrasiert? Ja, Punkt Dipsticks. Thomas, da hast du recht, in Bad Fingers ist es mit der Gun in der ersten BL auch passiert, und zwar unserem guten Marvin. Wir haben jetzt einen Moment Zeit. Ich werde also kurz nachhaken, was da los ist. Also, der Headref hat mir gerade bestätigt, bei G-Town ist eine Karte gezogen worden. Was bedeutet, dass sie anscheinend doch mehr als 5 Leute waren, weil sie waren ja mit 5 Leuten auf dem Feld. Oder sie haben geklont oder gezaubert, ich weiß es nicht. Aber die Karte steckt in der Tasche vom Headref. Ja, für den Spieler tut es mir leid. Auf der anderen Seite glaube ich, dass man auch in der dritten Bundi schon in der Lage sein sollte, seinen Markierer vernünftig einzustellen. Ja. Wir warten dann kurz und dann könnte es schon sein, dass wir... Eine Minute! Wir haben noch eine Minute in der Begegnung Dipsticks Killzone das entscheidende Spiel sehen, weil die Lüneburger gerade führen, und wenn die jetzt noch einen Punkt machen, den Sack zumachen oder Killzone gleicht aus, dann werden wir die Herrschaften nochmal zu Gesicht bekommen. Im sechsten Block des Tages. Ja, so ist es. Ich würde euch gerne noch mal kurz an das Gewinnspiel erinnern vom Paintball Park über Berlin hier. Setzt einfach unter den Tweet, wie ihr gerade dritte Bulli schaut, und dann könnt ihr Freikarten gewinnen. Gewinne, gewinne, gewinne! So, Dipstick schon wieder auf dem Feld. Da sehen wir sie. Killzone jetzt auch dabei. Und die 10 Seconds laufen. Und da geht's los. Beide Teams wieder mit Double Center. Das wird heute wahnsinnig oft gespielt, bietet sich auch an. Killzone macht auf in den kleinen Tempel. Killzone 5 Alive, Dipsticks verlieren gleich 2 Spieler. Killzone verliert 1 Spieler. Damit steht es
4-3, Dip 6 in der Snake 1. Da guckt er raus. Kriegt er den in der kleinen Maya? Kriegt er. Hat er gekriegt, unser Snake-Spieler? So, dann schauen wir mal, wie das hier weiter vonstatten geht. Ob die Dipsticks G4 bei Killzone. Was bedeutet, da ist noch ein einsamer Spieler irgendwo hinter der großen Medusa. Ich kann es leider echt nicht sehen. Und die Dipsticks schleichen sich jetzt an, obwohl die hier jetzt richtig Randale machen könnten. Aber das schafft auch er das nicht. Und die Dipsticks laufen. Laufen, 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 laufen. Punkt wird gegeben. Game over. Das bedeutet, wir haben ein 4-2 für die Lüneburg Dipsticks, die damit Kansas Killzone Hemmoor schlagen. Das war der 6. Block und ich würde sagen, wir gehen kurz in die Commercial.